In diesem Videoclip geht es um die Frage, wie kann ich eigentlich eine ganz normale Funktion in eine Scheitelpunktsform überführen. Also, ich habe hier einmal die ganz normale Funktion, die lesen wir uns erstmal kurz vor, f von x gleich 2x² minus 6x plus 3. Und dann habe ich dazu einfach, weil es ja jetzt um die Scheitelpunktsform in dieser Aufgabe geht, die Scheitelpunktsform selbst noch einmal hingeschrieben. Ich habe es abgekürzt mit s-Form. Und zwar heißt die ja a mal x minus xs, Klammer zu, Quadrat plus ys. Die Frage ist, was soll was bedeuten? Einmal haben wir den Faktor vor der Klammer, das kann natürlich auch eine ganz normale 1 sein, dann lässt man es weg. Oder eben irgendeine andere Zahl, wirklich als Faktor direkt vor der Klammer, da kümmern wir uns gleich drum. Mal x minus xs, dieser Index s hier und hier auch nochmal, soll jeweils bedeuten, dass das die Werte des Scheitelpunktes sind. Das heißt, wenn wir das in dieser Form hier stehen haben, sehen wir sofort, was der x-Wert des Scheitelpunktes ist und was der y-Wert des Scheitelpunktes ist. Das heißt, hier können wir sofort die Koordinaten des Scheitelpunktes rauslesen. Das ist das Tolle an dieser Scheitelpunktsform. Das kann man hier nicht mal eben so ablesen. Und deswegen müssen wir das überführen in die Scheitelpunktsform, damit wir es in dieser Form hier stehen haben und sofort sagen können, x- und y-Wert sind uns jetzt bekannt. Natürlich könnte man hier auch mit PQ-Formeln rangehen, ginge eben auch. Aber das ist ja jetzt eben nicht die Aufgabe. Also wir versuchen das jetzt, was wir hier haben, diese ganz normale Funktion, in die Scheitelpunktsform umzurechnen. Wie geht das? Zuerst einmal sehen wir hier x minus xs und dann zum Quadrat. Das sollte uns eigentlich sofort an die zweite binomische Formel erinnern, in der es ja eben heißt, ne, also x minus xs jetzt in diesem Fall, wenn wir das dann übertragen, a minus b und dann zum Quadrat. Die zweite binomische Formel würde ja heißen a minus b zum Quadrat. Da schreibe ich jetzt einfach nur mal vorsichtshalber mit hin, a minus b und das zum Quadrat. Dann wissen wir, das ist a² minus 2ab plus b². Ja, hätte ich gleich ein bisschen mehr Platz lassen sollen. Siehst du jetzt kaum wahrscheinlich. Aber egal, ist auch gar nicht so wichtig. Das heißt, jetzt in unserem Fall heißt das x² minus, das ist jetzt das Wichtige, minus, dann heißt es 2 mal a mal b. Also minus 2 mal, das a ist halt dieses linke hier, also x mal und dann eben xs. Dann heißt es plus, ja, b², das zweite, was da steht, das ist unser xs zum Quadrat. Das ist, wenn wir jetzt nur diese Formel hier, also diese Klammer meine ich, einmal ausklammern würden, mal gucken würden, was kommt denn da raus. X² minus 2x mal xs, also diese beiden multipliziert, plus xs, also das zweite, was wir da stehen haben, zum Quadrat. Das ist ganz normal, wenn wir das einmal ausklammern. Bis dahin kommst du hoffentlich soweit erstmal mit. Jetzt müssen wir uns überlegen, in welche Form sollen wir das denn bringen? Also irgendwas mit x² und mit ganz normalem x, das soll auch da stehen. Einmal was mit x², dann noch mit ganz normalem x und dann eine ganz normale Zahl. Das wollen wir soweit schon mal hinkriegen, das stimmt ja. Wir orientieren uns bei dieser ganzen Geschichte erst einmal ganz normal am x². Hier ist das x², hier ist das x². Wir sehen, vor dem x² steht in der eigentlichen Form, um die es bei uns ja geht, noch eine 2, der Faktor 2. Dieser Faktor, der hier steht, das ist tatsächlich das a aus dieser Form hier. Das ist also der Faktor, den wir ganz zum Schluss dann vor die Klammer einfach packen. Und dann wird alles, was wir da haben, einfach verdoppelt, dadurch, dass wir die 2 vor der Klammer haben. Ja, nur als Beispiel, also wenn ich jetzt hier schreiben würde, x minus xs und das soll ja quadriert werden, dann aber mit dem Faktor 2 davor, ist es ja genau das gleiche wie das, was wir hier schon hatten, nur halt mit dem Faktor 2. Was käme dann daraus? 2 mal x² und statt 2 mal xs wäre auch das mit dem Faktor 2 nochmal dazu, also 4. Und plus, statt einfach nur xs, würde es dann heißen plus 2xs. Das ganz einfach nur, weil wir hier den Faktor 2 dazu gepackt haben. Jetzt kann man sich denken, und worauf will der jetzt hinaus? Wir müssen uns auch hier darüber im Klaren sein, dass jeweils der Faktor 2 mit drinne ist. Hier ist ja nicht ganz normal das x², sondern hier steht 2 mal x².
Was wir also erst einmal machen, ist, dass wir diesen Faktor 2, also dieses a, diesen Faktor a, hier im konkreten Fall halt die 2, erst einmal rausnehmen und uns dann überlegen, wie dann die Klammer aussehen müsste. Vielleicht wird sich das im Nachhinein klären. Ich hoffe, dass das bis jetzt erst einmal schon mal verständlich war. Also wichtig ist der sichere Umgang mit der zweiten, überhaupt mit den binomischen Formeln. Und dann nehmen wir hier jetzt einfach erstmal genau diesen Faktor 2 raus. Was dann noch stehen bleibt, ist nicht mehr 2x², sondern ganz normal x², minus statt 6x stünde jetzt nur noch 3x, also eben die Hälfte, plus und statt 3 steht nur noch 1,5. Alles, was ich gemacht habe, ist einfach nur diesen Faktor a, offiziell den Faktor a rauszuholen. Das war hier der Faktor 2. Dann hätten wir nämlich das hier stehen. Und jetzt ist die Frage, wie gehe ich jetzt vor? Das ist ja genau das, was hier ist, habe ich jetzt hier irgendwie stehen. Jetzt versuche ich das in die Klammer zu kriegen. Also, x², ich weiß, das kriege ich hin, indem ich einfach x, hier haben wir ein Minus stehen, x minus irgendwas zum Quadrat, laut binomische Formel, wird ja dann sofort dieses x hier quadriert. Das habe ich schon mal, mein x² habe ich soweit schon mal stehen. Wenn ich das also ausklammer, habe ich stehen x² minus, jetzt heißt es 2 mal a mal b, also 2 mal dieses x hier mal eben der Wert, der noch hier steht. Und das soll insgesamt minus 3x ergeben. Die binomische Formel. Also x², das käme dann hier raus, wenn ich das jetzt anwende, minus. Und jetzt soll 2 mal das insgesamt 3x ergeben. Also 2 mal x mal irgendwas soll insgesamt 3x sein. 2x mal was ist 3x? Mal 1,5. Das weiß ich ganz einfach. Also beziehungsweise ich kann auch einfach hier diesen Faktor vor dem x nur noch halbieren. Und dann sage ich, hey, die Hälfte von 3 ist 1,5. Das wird ja jetzt nämlich gleich verdoppelt. Denn jetzt heißt es ja x², das ist die binomische Formel, x² minus 2 mal a mal b. A mal b wäre jetzt in diesem Fall minus 1,5 mal x. Käme jetzt durch dieses Minus raus. Minus 1,5 mal x. Durch diesen Faktor 2 habe ich dann aber stehen minus 3x. Und dann heißt es plus b². Und b ist ja jetzt tatsächlich im übertragenen Sinne das hier, 1,5. Plus, ja, und die 1,5 soll quadriert werden. Dann haben wir 2,25. Kannst du den Taschenrechner mal eingeben. Dann haben wir das stehen. Und jetzt vergessen wir nicht, es soll nicht 1x² heißen, sondern 2x². Das heißt, jetzt packen wir den Faktor 2 direkt vor die Klammer. Das heißt, der muss auch hier überall reingerechnet werden. Also auch da mache ich nochmal kurz den Faktor 2 vor die Klammer. Und wir gucken mal, was jetzt passiert, wenn wir den Faktor 2 wieder überall mit reinbringen. 2 mal x² haben wir dann hier stehen. Minus 3x mal 2 sind dann also minus 6x. Sieht auch schon mal gut aus. Und dann 2 mal 2,25 sind dann 4,5. Also plus 4,5. So, das ist aber noch nicht ganz, was wir wollten. Wir wollten, dass da plus 3 steht. Wir wissen, das, was momentan hier jetzt steht, ist insgesamt das jetzt, also Moment, 2x², ja, genau, ne? Habe ich vorhin vergessen zu schreiben, 2x². Also, das, was hier steht, diese Klammer, so wie wir sie bisher haben, ist 2x² minus 6x plus 4,5. Ah, knapp daneben. Was machen wir jetzt? Wir wissen, es soll eigentlich eine 3 hier stehen. Das sind genau 1,5 zu viel, die da stehen. Und weil wir das jetzt wissen, sagen wir, die ziehen wir einfach wieder ab. Minus 1,5. Würde dann, wenn man das hier alles ausrechnet, zum Schluss würde man noch stehen haben, minus 1,5. Und dann bliebe zum Schluss halt eine 3. Wenn ich jetzt das Ganze noch einmal durchginge, das Ganze hier wirklich ausrechnen, wir haben es ja gerade schon gemacht, kommt zum Schluss genau das raus, was hier oben steht. Und so haben wir das Ganze gerade überführt. Von einer normalen Funktion in eine Scheitelpunktsform. Das Positive, was wir jetzt haben, wir sehen sofort an dieser Scheitelpunktsform,
unseren x-Wert, hier heißt es ja x minus, und das, was abgezogen wird, ist der Scheitelpunkt, der x-Wert des Scheitelpunktes. So, der x-Wert des Scheitelpunktes, und das ist hier die 1,5. Der x-Wert ist also 1,5 und der y-Wert, ne, hier heißt es plus ys. Ja, kein Ding. Also plus ys, hier wird etwas abgezogen, das heißt, der y-Wert ist nun mal negativ. Ne? Es wird etwas Negatives dazu addiert, könnte man so sagen. Und zwar minus 1,5. Also sehen wir, das ist unser Scheitelpunkt. S 1,5 minus 1,5. Kannst du auch gerne mal zeichnen. Ihr habt ja wahrscheinlich alle wieder euren Taschenrechner, der grafikfähig ist. Da einfach mal eingeben, genau diese Funktion. Und ihr seht, genau dort ist der Scheitelpunkt. Bei x gleich 1,5 und y gleich minus 1,5. Noch einmal kurz zusammenfassend, was haben wir gemacht? Wir haben erst einmal den Faktor a rausgenommen. Haben uns dann angeschaut, was haben wir dann noch da stehen. Damit das x² alleine steht. Dann wissen wir, das müssen wir so in die Klammer packen, x minus, wir wissen, dank der binomischen Formel haben wir dann durch dieses x, das hier vorne steht, sofort das x² stehen. Dann halbieren wir den Faktor, der vor dem ganz normalen x ist, und packen den Wert hier rein. Also das ist jetzt wirklich ein bisschen Schema F. Ich hoffe, dass du trotzdem verstehst, worum es da geht. Ne? Das, was hier ist, halbieren und da reinpacken. Dann gucken wir, wenn wir das tatsächlich haben, was kommt denn dann da eigentlich raus? Dann haben wir einen gewissen Wert. Dann packen wir diesen Faktor 2, also diesen Faktor a, den wir vorne rausgenommen haben, einfach wieder dazu und wissen, so weit sind wir jetzt insgesamt. Und gucken einfach, was muss ich dann noch als Korrektur hinpacken, damit wir wirklich den Wert hier hinten haben, den wir eigentlich haben wollen.